Guten Abend, gute Nacht für euch alle. Am Vorabend des Heiligen Abends gibt es ein bisschen Vorfreude. Vorfreude in Form von Wörtern und Text. Und zwar Geschenkeaufrupp vor Freude. Das ist ja wohl das Allerschönste. Ja? Ah, jetzt finde ich meine Geschenke. Jetzt rupfe ich sie auf. Und zwar geschrieben von Charles Dickens in seiner Weihnachtsgeschichte, in seinem Weihnachtsgedicht, in Prosa, so wie es genau heißt. Charles Dickens. Aber jetzt wurde ein Klopfen an der Tür laut, was einen so allgemeinen Ansturm hervorrief, dass sie mit lachendem Gesicht und zerknülltem Kleid in der Mitte eines lärmenden Haufens nach der Tür gedrängt wurde, dem Vater entgegen, der nach Hause kam, in Begleitung eines mit Weihnachtsgeschenken beladenen Mannes. Aber nun das Geschrei und das Gedränge und der Sturm auf den verteidigungslosen Träger, wie sie an ihm auf Stühlen hinaufstiegen, in seine Taschen guckten, die Papierpäckchen raubten, an seinen Halsbinden zupften, an seinem Hals hingen, ihm auf den Rücken trommelten oder an die Beine stießen, alles in unwiderstehlicher Freude. Dann die Ausrufe der Verwunderung und des Frohlockens, mit denen der Inhalt jedes Päckchens begrüßt wurde. Ich erinnere mich da immer so sehr gerne an die Verfilmung, und zwar an die Verfilmung mit den Muppets, die Weihnachtsgeschichte, die Muppets-Weihnachtsgeschichte. Und da ist es ja wirklich so, dass Kermit und Miss Piggy ein Paar sind. Und als Kermit da nach Hause kommt am Weihnachtsabend, dann wird er auch bestürmt, vornehmlich von den Kindern, von den Schweinekindern. Also sie haben ja also wechselseitig Kinder immer einen Frosch und ein Schweinchen bekommen. Und dann wird er also von den Schweinchen umgerannt und Miss Piggy natürlich, nun lass doch mal, nun lass doch mal, nun lass doch mal den Vater, nun lass ihn doch mal reinkommen. Also, der kann sich doch gar nicht bewegen und geht doch mal zurück. Seid nicht so stürmisch. Also, das ist einfach nur großartig. Und das ist, also in der Verfilmung ist das diese Szene. Und es gibt natürlich auch Echtverfilmungen, aber ich habe tatsächlich noch keine Echtverfilmung gesehen, sondern nur, ich kenne nur die Verfilmung von den Muppets. Aber die ist großartig und die solltet ihr, wenn sie ihr sie euch nicht, noch nicht angeschaut habt, solltet sie euch anschauen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht vor Heiligabend. Wer weiß, was da so alles passiert. Die Katzen sollen ja reden in der Nacht vom 24. zum 25. Soweit ist es noch nicht. Da haben wir noch 24 Stunden Zeit. Bis morgen.